musst du viele Experten in deinem Team haben und die habe ich und jeder hat seinen Verantwortungsbereich und ich bin sehr, sehr froh, einfach mit ihnen arbeiten zu können. Ich habe eine Mannschaft, die extrem lernwillig ist, die sich versucht, jeden Tag weiterzuentwickeln, die aus sich heraus es geschafft hat, eine Einheit zu gründen, beziehungsweise eine Einheit zu formatieren, die dann wirklich auch Besonderes leisten kann und die auch Rückschläge annimmt und dementsprechend auch immer wieder darauf reagiert. Und ich finde auch, bei dem ganzen Erfolg ist es immer wichtig zu betonen, dass das Ganze nicht vor eineinhalb Jahren oder 2 Jahren gestartet ist, als ich übernommen habe, sondern wir haben davor eine Basis geschaffen mit Loic und Timo zusammen, wo wir auch schon gute Arbeit geleistet haben. Wir haben eine Basis geschaffen, wie wir Fußball spielen wollen. Dann ging es nur darum, einfach Kleinigkeiten auch anzupassen. Ich glaube, das ist uns gut gelungen, indem wir einfach auch Ergebnisse schaffen konnten. Auch durch diese Ergebnisse in der letzten Rückrunde hast du einfach ein gewisses Selbstvertrauen wiederbekommen und dadurch konnten wir dann eine Art und Weise schaffen, Fußball zu spielen, die der Mannschaft gut liegt und dementsprechend bin ich sehr happy, dass sich dann auch heute die Mannschaft mit dem Auftritt belohnt hat und ich kann nur sagen, dass ich sehr, sehr happy bin, mit dieser Mannschaft zu arbeiten, sehr, sehr happy bin, dann auch so sportlich verantwortlich zu haben, die mir dieses Vertrauen geschenkt haben und ich bin froh, dass wir etwas zurückgeben konnten. Heute bin ich auch sehr, sehr froh, den Fans etwas zurückgeben zu können, weil sie uns wirklich über das ganze Jahr besonders unterstützt haben. Man hat es gemerkt, dass etwas Besonderes entstehen kann hier. Man hat es gemerkt in der Stadt. Und das macht mich einfach sehr happy, dass sie heute ausgelassen feiern können. Ich wünsche Uwe in der dritten Liga mit Osnabrück einen Neuanfang und hoffe, dass sie bald wieder zurückkommen in die zweite Liga. Danke.